Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Beneath a Steel Sky für den PC. Im letzten Part waren wir am Ende, also wir haben herausgefunden, dass Anita tot ist. Und ich war dann sehr verwirrt, was wir machen müssen. Und nach ziemlich langem Umschauen habe ich jetzt aber herausgefunden, was wir machen müssen. Und zwar war meine Idee mit dem Link-Gedöns hier, mit dem Schriebmann-Port-Welt-Parallel-Computer, was auch immer, war doch nicht ganz falsch. Denn wenn wir hier mit Anitas Karte durchgehen, dachte ich erst so, oh, da müsste ja eine ganz andere Welt sein und so weiter. Nein, aber wir haben andere Fähigkeiten. Denn wir haben Playback und Blender. Was auch immer Playback ist, finden wir es mal aus. Zum Ansehen von holographischen Tagesbilddateien, kompatibel mit Hall Standard. Und den Blender, der die hier nämlich erblinden lässt. Bling. Und somit werden wir ja höchstwahrscheinlich jetzt hier durchkommen. Und damit haben wir doch Fortschritt. Oh, das war aber nicht lange an. Ach du Scheiße. Kreuzritter. Hallo. Okay, ich soll nicht. Warte mal. Playback. Soll ich dich auch blenden? Kreuzritter bewacht das System gegen religiösen Missbrauch von Eido-Konfiguration. Okay. Aber ich kann mit dir nichts machen. Ich kann dich auch nicht öffnen. Okay, dann gehe ich mal. Tschüss. Ich darf da rechts nicht durch, solange du da bist. Okay, weil das hier ein Schacht, in den ich vielleicht rein kann, aber gucken wir uns erstmal weiter um. Oha. Blender. Ich kann den Blender nicht... Wieso kann ich den Blender nicht benutzen, weil ich da nicht rankomme? Ah ja, das habe ich nämlich befürchtet. Scheiße. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. Okay, ich kann den... Oh, vielleicht, wenn ich ganz schnell bin, wenn ich den jetzt blende und jetzt ganz schnell diesen Weg entlang gehe. Ich befürchte, dass ich dafür schnell genug sein kann, aber mal gucken. Boah. Das reicht doch niemals in der Zeit, oder? So, boah, jetzt bin ich hier. Nimm! Okay, tschüss. Das hat funktioniert. Kann ich die Stimmgabel jetzt... Oszillator, ja, Moment. Gucken wir erstmal Info. Reichweite der Modulationserhöhung wird in Klasse 4 abhängig von Linkverteidigung. Okay, kann ich den vielleicht da reinwerfen? Nein. Was ist das für ein Schacht? Persönlicher Datenspeicher. Ah ja, okay. Pay, Playback. You're the only one who can help. I was supposed to make contact with an agent from Hobart. Trouble is, the rendezvous was in a park on ground level. And now I'm a dealing, I can't get there. The agent's name is Eduardo. I don't know how you'll get to Link, but beneath the city there are tunnels. The remains of the old subway. Okay, aber wie komme ich... Also danke für die Info, aber wie... komme ich da rein? Okay, kann ich mit der Stimmgabel, kann ich dir einen Kopf halten? Nein. Kann ich dich blenden? Nein. Aber ich kann da nicht durch. Ha. Was mache ich mit der Stimmgabel? Die Stimmgabel kann ich ja nicht mit rausnehmen. Oh, ich habe Angst, dass ich jetzt wieder hier... blenden. So, nochmal hier durch. Ich glaube nicht, dass ich hier schon alles gemacht habe. Was ist mit dir, lieber Kreuzritter? Religiöser Missbrauch, ja. Religiöser Missbrauch, my ass. Ich will dich stimmgabeln. Mann, ich muss mit der Stimmgabel doch irgendwas machen können. Okay, ja, ich kann das hier ja... Aber ich kann das hier nicht benutzen, nein. Und hier war ja nur das, wo ich gerade schon war. Das bringt mir ja auch nichts, hier nochmal hinzugehen. Den jetzt zu blenden. Ach, es geht auch nicht mal. Ha. Ich probiere noch einmal alle Items auf den Kreuzritter, aber wahrscheinlich wird es nicht gehen. Kreuzritter bewacht das System gegen religiösen Missbrauch von Eido-Konfigurationen. Ich bin nicht religiös. Ich öffne dich. Ich charonisiere dich. Ich entschlüssle dich. Ich play dich back. Ich blende dich. Und ich oszilliere dich. Nein. So, aber jetzt nochmal Info-Oszillator. V
V2.1. Professor Piermont, Union Levels. Reichweite der Modulationserhöhung wird in Klasse 4 abhängig von Linkverteidigung. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Also was das ist. Reichweite der Modulationserhöhung wird in Klasse 4 abhängig von Linkverteidigung. Link-Ausstattungsmanager. Okay, ich guck mal, ob ich das mit irgendwas benutzen kann. Nee. Da komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss ja eigentlich wieder raus, solange ich den jetzt nicht irgendwie mit der Reisetasche benutzen kann. Nein. Oder mit den Augen. Nee. Okay. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass das wieder so eine Funktion am Terminal ist. Also wenn ich die Karte jetzt in so ein Terminal stecke, dass ich dann jetzt irgendeine neue Funktion habe. Das hatten wir schon ein paar Mal so mit den Dokumenten zum Beispiel. Aber offenbar auch nicht. Warte mal, was war der grausame Fund hier? Die Leiche von Sicherheitsofficer Reich wurde heute im Horstturm der Recyclinganlage entdeckt. Der Mord wird mit der Sabotage eines Sicherheitsfahrzeuges durch hobartsche Terroristen in Verbindung gebracht. Das kennen wir noch. Ist da noch irgendwas Neues? Moment. Zahl der Inszenierung. Richter weist Jugend in ihre Schranken. Recyclingprodukt, grausiger Fund. Nein. Ich gucke jetzt nochmal, ob sich jetzt mit meiner Karte irgendwas geändert hat. Wahrscheinlich aber auch nicht. Ich verstehe nicht, was mir die Stimmgabel bringt. Die habe ich ja hier jetzt auch nicht. Und den Blender auch nicht. Das heißt also, ich kann den Blender ja hier jetzt nicht benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder durchgehe, macht mich das wieder raus, ja. Okay. Was im Endeffekt bedeutet. Ja, was bedeutet es denn? Ich weiß auf jeden Fall, was sie mir gesagt hat, dass ich zu diesem Tunnel muss. Aber ich habe ja nichts, um den Tunnel zu öffnen. Hey! Kannst du mir was über den Tunnel sagen? Wahrscheinlich auch nicht, ja. See you later, Alligator. Wir sind gerade wirklich an einem Punkt, an dem ich erstaunlich häufig den Status der Ratlosigkeit erreiche. Ich gehe jetzt nochmal runter zu dem... Also da, wo das mit dem alten U-Bahn-Netz war, weil eigentlich konnte ich da ja nichts machen, aber ich weiß halt jetzt, also ich habe halt jetzt zumindest in-game die Informationen, dass da was ist, was ich brauche. Also vielleicht ergibt sich jetzt irgendeine neue Option. Mal schauen. Hier, Mauerwerk. Why did I being in the stairway has been bricked up? Ja. It's a map of the subway, which means I'm getting close to Link. Ja, the map wenn du es öffnen könntest. Mit der Karte kann ich hier wahrscheinlich nichts machen, ne? Rostige Maschine. Central, High Green, Museum, and St. James. They must be the names of the old subway stations. Central, the mechanism... Mechanismus festgerostet. Ja, da bräuchte ich wahrscheinlich dieses Ölgedöns von oben, was aber Potz hat. Ich habe da noch eine Idee. Also ich müsste da nochmal zu Potz hochgehen, aber erstmal gucke ich einfach nochmal, ob hier jetzt irgendwas... Is there a subway around here? What? I'm looking for the subway. What are you, a train spotter? Hear that, Gallagher? This guy's a train spotter. There's no law against that. Only because there aren't any trains.
Look, guys, I'm not a train spotter. Who asked you? Is there a John in this place? Why do you want to know that? Well, I might need to use it. Surely the club's got to have one by law. Have you seen the John Gallagher? I don't need one. I don't drink like you do. No, I've noticed that. Oh. Never. Excuse me. Irgendwie ist das alles gerade nicht so hilfreich. Is there a subway around here? Oh, there used to be. The club was named after the station. Hm, stimmt. Where is the subway station? You're standing in it. See the area in front of the stage. The track ran right through oh, there. Oh, lol. Ja, hier ging das durch und das ist die Gegenspur. Oder, also, ja. Ja, I see. Das ist ja cool. Never. Excuse me. Aber du kannst mir auch nicht sagen, wo hier ein Klo ist, oder? See. Hm. Aber das bringt mir alles nichts. Die Musikbox wird wahrscheinlich immer noch nicht gehen. Das ist so das Einzige, was ich hier noch nicht, womit ich hier noch nicht interagiert habe. Platine geht hier nach wie vor nicht drin und die Karte auch nicht. Ich verstehe nicht, was es mit dem Oszillator auf sich hat. Und ich bin schon wieder am Punkt der absoluten Verwirrung. Liebe Leute, bevor wir wieder uns ewig umschauen, würde ich sogar sagen, dass ich jetzt gleich den Cut mache, um mich umzuschauen. Meine Idee wäre als erstes, dass ich nochmal hoch zu Potts gehe, in der Hoffnung, dass ich das Öl von ihm bekomme. Aber gucken wir mal. Ich laufe erstmal ein bisschen rum. Bis gleich. Excuse me. Kennen Sie ein Mädchen namens Anita? Do you know Anita? A girl called Anita? Maybe I do. Maybe I don't. Why do you want to know? She's been murdered. I found her body in the cathedral. Can't see why you're telling me. Excuse me. What's your name? It's Eduardo. Mhm. You're Anita's contact. Von dem haben wir gehört. How come you know so much? She left a message on her card. Listen. Do you know what's happened to Link? I'm totally confused. Link is a living, self-replicating organism. Originally, it served as an advisor to the council. But it has gradually taken control. How? And why? We're really not sure. Hobart scientists have developed a virus. It will check Link's growth, if we can get it into the system. Will you give me the virus? I can't. It's been downloaded to Link space. Anita was supposed to retrieve it, since she had a Shreveman port. So have I. I owe it to Anita to get that virus. No chance. It's bound to be guarded. I can try at least. Oh, sorry. Ich will das gegen das Mikro schlagen. Eduardo, kannst du noch was sagen? See you. Das war's aber wieder. Okay, also wir wissen neue Informationen, mit denen wir wahrscheinlich irgendwas anfangen können. Oh, Spiel minimiert. Aber es, mein nächster Anhaltspunkt ist dann eigentlich schon wieder in den Club gehen. Oh! Oder hier rein. Wieso ist denn das jetzt offen? Hä? Habe ich was verpasst? Silence in court. Security Services, Department of Justice, Inc. Judge Chutney presiding. Court is now in session. Silence! I recognize that villain. An habitual criminal if ever I saw one. That's Mr. Greaves, my lord. The counsel for the prosecution. Silence when you speak to me. Now, who is the first contestant? Defendant, my lord. The case of Union Security Services versus Howard Hobbins. Howard Hobbins. Na, ich schon mal gehört, Hobbins, oder? Nice to see you, Howard. You're not nervous, are you? Not really. The defendant is accused of gross contempt and assault of a security officer. Intolerable. What have you got to say for yourself, eh? I've been framed, Your Honor. May I elucidate, my lord? Go on then, but hurry up about it. Officer Blunt was investigating a complaint made against Hobbins. After questioning the defendant, he was the victim of an assault. Bah!
monstrous, off with his head. Just a flippin' minute. Who's defending me? Defence? Is he entitled to any? I'm afraid so, my lord. Upon my soul, whatever next? Who'd be silly enough to defend this wretch? Very well. Let's get on with round one. Fingers on the buzzers, everyone. I wish to call Officer Blunt. Call Officer Blunt. Oh, yeah. Please tell the court what happened. Oh, I was assaulted. And is the culprit present in the court? Ah, that's him in the overalls. I rest my case, my lord. Good. Where's my black cap? We haven't heard the defense, my lord. Is it really necessary? Yeah. Oh, go on. Just don't take all day. Okay, wir spielen jetzt Gerichtsverhandlung. Now then, Officer Blunt. What was the nature of your injuries? I got very wet. You didn't suffer any physical harm. I could have caught a nasty cold. Tell the court how you got wet. While patrolling on Bellevue, I was saturated by a sudden shower. Did you ascertain its source? Oh, yeah. I heard laughter from the walkway above. So, you saw the accused pour the liquid? I couldn't see anything. My eyes were full of water. But I'd recognize his laugh anywhere. Just how well do you know Hobbins? I've never met him before. And yet you say you recognized his laughter. I don't know. Who lodged the complaint against Hobbins? Objection, my lord. Defense is contriving to lead the witness. It was a simple question. I wish to establish the seriousness of the complaint made against my client. I shall permit the witness to answer. However, I'm awarding Mr. Greaves 5 points for a well-timed interruption. So who did lodge the complaint? It was Daniel Pyrmont. What? What was Mrs. Pyrmont's grievance? Cruelty to her pet dog. I interviewed Hobbins on 4 occasions, but he still hasn't confessed. 4 interrogations suggests harassment. Objection, my lord. Officer Blunt is not the subject of this trial. Quite correct. Objection sustained. 10 points to the prosecution. No further questions, Your Honor. I'd like to question the defendant. Here's your starter for 10. Good, good. An excellent opening gambit. That's the sort of questioning I like to hear. None of this did you or did you not nonsense. 10 points to the defense. Okay, 15 zu 5. Nee, 15 zu 10. Do you deny assaulting the dog? Objection, my lord. The question has no bearing on the case. It is my duty to hear every sordid detail. Objection overruled. Well, did you assault the dog? I never touched the brute. Do you know Mrs. Pyrmont personally? I'd only met her once. She wanted me to flush her overflow pipe. Did you assault Officer Blunt? Objection, my lord. Why, men, what's wrong? Repetition, my lord? Objection overruled. Are you guilty of assault, Howard? Not me. I was fixing one of the cooling pipes, and it burst. So Blunt's soaking was an accident? Not exactly. Why did the pipe burst? Some joker had cut a power cable. Oops. And overloaded the steam release in the power station. That's what damaged the cooling pipe. Oh, I see.
Did you laugh at Blunt's predicament? Laugh? I'd nearly wet me pants. No further questions. Okay, dann Mademoiselle, Madame. You may start the bonus round. The facts speak for themselves, my lord. Hobbins is a cruel and callous man with no respect for law and order. I Objection. Recommend the maximum possible sentence. Any comments from the defense? I don't believe this is happening. This is total madness. You've all been warped in some way. And I think Link is the cause. Silence! I've heard quite enough of this nonsense. So it's time for me to make my judgment. Howard Hobbins, you've won tonight's star prize. Life imprisonment. However, in view of your service to the city, I'm going to reduce your sentence. 2 hours community service. Court dismissed. Alter. What the fuck? Was hat mir das jetzt gerade irgendwas gebracht? Oder war das einfach nur Spaß? Ah, die Band ist weg. Heißt das, ich kann jetzt mit der Musikbox interagieren? Weil die ja jetzt, wir haben ja keine Musik mehr. War das jetzt gerade einfach nur... The green select button is left. Hey, music lover. If you're looking for the best in sound, I got them. Das glaube ich dir sogar. Music of the sphere right here on Earth. So come on, get your fingers on my buttons. Let's make beautiful music together. How offensive. Why they put voices in these machines is beyond me. I'm all warmed up for you, baby. Shut up and let me check the selections. Oh, Lord, it's mostly country and western. Nobody's perfect. Ah, there are 3 tunes by the resident band. So, what's your choice, big boy? Machen wir erstmal weißer Sand. Klingt gerade ein bisschen fast, als wäre das Larry-Musik, oder? The select. Pressing the button. Oh, muss ich jetzt warten, bis es vorbei ist? Oh, scheiße. Oder geht's, kann ich raus und wieder reingehen? Irgendein Lied bringt bestimmt was, dass ich irgendwie dann durch die Tür komme. Weil die, keine Ahnung, alles überlädt. The green. Ah, there. Ja, halt mal die Schnauze, genau. Was passiert? Du suchst, ohne zu finden. Yeah. Wow. Nice. Excuse me. Crazy Mucke. Okay, sieht aber nicht so aus, als würde mir irgendwas bringen. Oh, kurz mag das Lied nicht. Oh, er geht, warte. Kann ich mir noch irgendwas von dir einschenken? Gallagher? Du hast damit kein Problem? Okay. Hey, nicht ausmachen! Okay, ich mache ein anderes Lied ein. Aber das war anscheinend richtig. Er hat es nicht gemocht. Aber wir haben ja noch ein Lied. Ich lasse das mal auch noch laufen. Was war das? Du suchtest, ohne zu finden. Weißer Sand und... That's a, it's almost, I can't, I know you can. This will enjoy. That's a, I thought to only... Nee, das will ich mir nicht anhören. Sorry, das war das einzige Gespräch, was ich in diesem Spiel überspringe. As cool as you. Lief das nicht schon? Dann kann ich jetzt fettige Fingerabdrücke. Metallplatte. Was? Ich dachte, der scannt die Fingerabdrücke. Hm. It doesn't react to my thumbprint. Auf mein Do- Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mir brennt eine Idee im Hals. Und nach dieser Idee werde ich den Part beenden. Aber das ziehe ich jetzt nochmal schnell durch. Ich habe eine Idee. Oh, bitte lass die stimmen. Wenn die nicht stimmt, keine Ahnung, gehe ich wieder in den Schriebmann-Port. Ich habe lange nicht gespeichert, fällt mir gerade übrigens auf.
Das sollte ich vielleicht mal machen. Ist das Part 8 oder 9? Ich glaube 9, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Muss ich gleich mal nachgucken. Sehr geehrter Berg, du hast doch ganz viele tolle Methoden. Kannst du mir vielleicht einen Fingerabdruck von einem Glas auf meinen Finger drucken? Oder, wenn das nicht funktioniert, gehe ich zu der Presse oben und gucke, ob ich mir den Fingerabdruck auf meine Hand pressen kann. Excuse in der Recyclingfabrik. Can you match my fingerprints to those on this glass? Oh yes. My machine will do that automatically. It's not against the law, is it? Whatever gave you that idea? Don't security use them to check people's identities? If they do, it's the first time I've heard of it. The usual procedure for identification of suspects is a retina scan at the post-mortem. Now, about these prints you requested. Open the panel on my machine and insert the glass. Then place your hands in the autodermatome. Will this hurt, Doc? Oh yes, quite considerably. Mhm. Ah. Okay, das hat funktioniert. Kriege ich das Glas wieder? Nein. Dann bedanke ich mich nochmal schnell bei Burke. Thanks, it geht. Okay, ja, für den Port wollte ich mich nicht bedanken, aber okay. Ja, wunderbar. Dann ist das doch ein Fortschritt, oder nicht? Dann gucke ich jetzt nochmal schnell, ob ich damit in den Raum kann. Das hat schnell funktioniert. Ich bin mal nicht eine halbe Stunde rumgelaufen, ohne zu wissen, was ich machen muss. Nice. Also überprüfen wir noch schnell, ob das geht. Und falls ja, werde ich da dann den Part beenden. Und falls nicht, auch. Falls nicht, werde ich den Part wieder beenden und mich 3 Stunden lang umschauen. Aber ich gehe einfach mal fest davon aus. Ich habe jetzt den Fingerabdruck von Carsten. Ist er, glaube ich, auf meinem Daumen. Und das wird mir helfen. Ist er Carsten? Colston. Stimmt. Sorry. Colston. Fast. Und danach muss ich duschen und dann muss ich los. Also. Ja, wunderbar. Das ist der Weinkeller. Und im Weinkeller, liebe Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und tschüssi. Das sieht übrigens auch, ne, aus wie überall. Tschüss.